Märkte unter Druck. Werden wir in diesem Jahr weitere Kursabschläge und steigende Zinsen sehen? Ja, ich will es doch mal stark hoffen und ich hoffe auch, im Verlauf dieser Woche geht es vielleicht in den 10-jährigen Renditen noch in Richtung 2%. Weil letzten Endes, was wir heute an Daten gesehen hatten, war erfreulich. Aber die hauptsächlichen, die wichtigen Daten tatsächlich kommen ja erst am Ende der Woche mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Von daher also mal grobe Schätzung, wenn alles so verläuft, wie wir es uns vorstellen, sind wir Ende der Woche ungefähr bei 2%. Jahresende, ja, kann noch ein Stückchen hochgehen, aber wir haben mit Sicherheit für dieses Jahr einen ziemlich weiten Weg hinter uns gelassen. Frankreich hat heute kurzfristige Staatsanleihen begeben. Welche Entwicklung sehen Sie denn für französische Schuldverschreibungen? Französische Staatsanleihen vom Trend her natürlich relativ ähnlich mit den deutschen Staatsanleihen. Lediglich die Renditeanstiege werden nicht ganz so stark sein wie in Deutschland. Das heißt schlichtweg, wir erwarten mit steigenden Renditen in den Kernländern, dass sich insgesamt weiterhin die Zinsdifferenzen zu den sogenannten Semicore-Ländern wie Frankreich, wie aber auch Belgien weiter etwas reduzieren werden und natürlich erst recht in den Peripheriestaaten. Das bedeutet, etwas weniger Kursverluste in französischen Staatsanleihen vom Trend her, aber weitestgehend identisch mit den deutschen. Die Konjunktur, die macht ja auch langsam Fortschritte in Europa, kann man sagen. Werden jetzt die verbesserten Konjunkturaussichten beim EZB-Entscheid in dieser Woche schon eine Rolle spielen? Das mit Sicherheit nicht. Wir gehen davon aus, dass die EZB weiter diesen leichten Easing-Bias beibehalten wird. Aber natürlich ganz, ganz klar, alles, was wir in den letzten 24 Stunden gehört haben, war sehr, sehr erfreulich. Fangen wir an mit China, dort auch Einkaufsmanager-Indizes, sowohl der privat erhobene als auch der öffentlich erhobene, beide wieder über der 50. Von daher ein bisschen diese Riesenangst, Slowdown in China, die ist zunächst mal vom Tisch. Heute natürlich aus europäischer Sicht geradezu riesig. Der Einkaufsmanager-Index Italien weiter deutlich nach oben gegangen, deutlich über die 51. Genauso wichtig, Einkaufsmanager Spanien ebenfalls über die 50 gegangen. Beide sind jetzt so ungefähr auf dem höchsten Niveau seit Frühjahr 2011. Und das ist nach vorne betrachtet doch eigentlich eine sehr, sehr gute Indikation, dass das Wachstum zwar sehr, sehr langsam, aber dass das Wachstum insgesamt kommen wird, dass wir positive Wachstumsdaten im restlichen Jahr sehen werden. Dann schauen wir auf die USA. Hier nähert man sich ja schon wieder langsam, aber sicher der sogenannten Fiskalklippe. Wie können denn Privatanleger am Rentenmarkt davon jetzt profitieren? Ich glaube, die Fiskalklippe wird gar nicht so das dominierende Thema sein. Das ist meiner Meinung nach wie vor noch diese Diskussion, wann gibt eben die US-Notenbank bekannt, dass sie die Anleihekäufe reduzieren wird. Da ist eben dieser Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht das Hauptdatum unseres Erachtens nach. Wird dieser US-Arbeitsmarktbericht positiv genug rauskommen, um eben ganz klar darzulegen, die US-Notenbank wird am 18. September die Reduzierung dieser Anleihekäufe bekannt geben. Und daneben, wir hatten es am Freitag schon genannt, daneben immer, wer wird Nachfolger vom Ben Bernanke? Momentan, gerade über das Wochenende, haben sich nochmals die Zeichen bestätigt oder verstärkt, dass eben Larry Summers der Nachfolger werden sollte. Das bedeutet dann auf der anderen Seite natürlich, jeder hat ein bisschen Angst, ob Larry Summers noch so ein großer Fan von eben diesen Anleihekäufen ist. Zumindest wird ihm immer unterstellt, dass er weniger dovish ist als meinetwegen eine Janet Yellen. Von daher schwingt natürlich auch immer so ein bisschen Angst mit. Ja, dazu kommt diese Haushaltsobergrenze, aber wie gesagt, das nicht der Hauptgrund, sondern nach wie vor Geldpolitik. Und das heißt, wir waren in den ganzen letzten Monaten kein Freund von amerikanischen Staatsanleihen, Finger im Grunde genommen ganz weg. Oder wenn man aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wegen der Währung, Staatsanleihen halten möchte in Amerika, dann doch bitte sehr, sehr kurze Laufzeiten, wo einem Renditeanstieg nicht wehtut. Ja, US-Präsident Barack Obama musste ja in den letzten Tagen wieder etwas zurückrudern. Der internationale Rückhalt, der fehlt im Moment für einen groß angelegten Militäreinsatz in Syrien. Die Frage ist, wenn jetzt die USA sich wirklich dazu entschließen sollten, alleine loszulegen, alleine loszuschlagen, wird das den Druck auf die Rentenmärkte nochmal ansteigen lassen?
Ich denke mal, wir hätten in diesem Falle eigentlich das umgekehrte Bild. Jeder geht so ein bisschen wieder in diesen in Anführungszeichen sicheren Hafen der Staatsanleihen, sei es jetzt amerikanische Staatsanleihen, seien es deutsche Staatsanleihen, weil man kann mit Sicherheit ohne Übertreibung sagen, der Renditeanstieg der deutschen Anleihen heute, natürlich hat er mit den positiven Konjunkturdaten zu tun, aber er hat mindestens im gleichen Ausmaß etwas damit zu tun, dass halt diese unmittelbare militärische Intervention, die man am Freitagnachmittag befürchtet hat, dass die ausgeblieben ist. Von daher also, das ist so ein bisschen dieser Faktor, der momentan gegen einen recht deutlichen Renditeanstieg spricht, diese Unsicherheit, die da drüber hängt. Ohne diese Intervention, ohne diese militärische Interventionsgefahr in Syrien, wären die Renditen mit Sicherheit noch mal ein Stückchen höher gegangen. Also die Gefahr für einen großen Bondcrash sehen Sie nicht? Den sehe ich keinesfalls, sondern es wird stetig weiter nach oben gehen. Volatilität werden wir drin haben, eben gerade durch solche Ereignisse wie Syrien. Ansonsten aber vom Trend her weiter nach oben. Bisschen volatiler wird es werden mit Sicherheit, aber der Trend ist klar vorgezeichnet. Sagt Michael Rottmann von der UniCredit. Herr Rottmann, besten Dank für diese Einschätzungen nach München.